So, dann schauen wir, wie viel wir hier noch rauskriegen. Weil das coole Geräusch eigentlich. Das entfernen wir. Okay, die Nachbarn sind echt nett. Was? Jetzt muss ich da hinten rum, oder wie? Geht's noch ein bisschen versteckter vielleicht? Ich sehe es nicht. Ich sehe nichts. So, gut, alles klar. Dann schauen wir jetzt. Ja, ja. Ich bin falsch gegangen. Ich wollte nicht dahin. Ach, schön. Egal. Ich würde mich gerne hier drüben im Dschungel anfangen. So, Mushu, bist du hier? Achso, ich könnte wieder was essen. So. Das Problem ist halt schon wieder unser Inventar. So, dann haben wir hier hinten noch einen Baum. Die Sachen nehmen wir hier auf jeden Fall auch mit. Ich habe kein Bambus oder so mit dabei. Freundchen. So leid es mir tut. Das nehmen wir mal mit. Oh, den nehmen wir auch mit. Ich sehe nichts, jetzt sehe ich wieder was. So, was haben wir hier unten? So, Mushu. Komm. Oh ja, hier nehmen wir alles mit.
gibt's doch nicht, dass das so lange dauert. Dass er aufsteigt vom Level. So. Dann gehen wir da runter. Gut, was spricht's hier vorne noch? Muss ich da nach oben? Nee, oder? Doch. Hä, wo soll ich denn da hin? Aha. Weiter nach vorne jetzt nicht mehr gerecht. So. Ach so, das bringt ja nichts. Ich müsste zurerst zurück heim und mein Inventar entleeren, weil sonst stehen wir gleich an und das bleibt alles irgendwo einfach liegen. So. Gut, dann haben wir ja schon wieder ein bisschen am Platz. So geht's natürlich dann auch, ne? So, die packen wir weg. Alles klar. Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist. Es dauert nicht mehr allzu lange. So. Wir nehmen mit. Es zieht sich halt schon ein bisschen, ne? Aber das, was ich immer gern gemacht habe, ist entweder Blumen. Schön, dich zu sehen. Blumen geben nämlich auch, glaube ich, nicht allzu wenig, das dauert halt. Oder was ich du weißt schon, sonst dass auch eine noch Legende anwesend gemacht habe. Edelsteine. Die waren eigentlich auch nicht so schlecht, aber man sieht bei den Blumen geht gar nichts weiter. Jetzt probiere ich mal, habe ich einen Edelstein bei? Natürlich habe ich keinen Edelstein bei. Haha!
Sind die alle jetzt zu Hause? Da müsste ich fast zurückschauen nach Hause, dann bringen ne? wir das jetzt über die Bühne. Oder ich probiere mal, ich gebe die ganzen schön, dich zu sehen. Blumen jetzt ihm. Kann gut sein, dass sich das jetzt ausgeht, ne? Das geht sich aus. Warte. Und er ist auf Level 10. Haha. Und er lacht selbst er. Okay. Ja. Perlen und das, ne? Das hätte ich wiederum auch machen können. Haha. Ah ja, stimmt. Perlen und das... Da hat man sowieso fast gar keine, ne? So. Ups. Das nehmen wir natürlich alles mit. Im Laden haben wir alles gekauft. Ja. Dagobert, bist du schon alleine? Ah, nee. Rapunzel ist bei dir. Okay. Gut, weißt du was? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Das kann dauern. Warte, dann ess ich erstmal. Tamosho, was? Hey, was geht? Wie sieht's aus? Ey, wir haben ein ernstes Problem. Unser Name ist Ska. Was hat er getan? Wie ich sehe, eilt ihm sein Ruf voraus. Ich hab dich. Dieser große Tyrann war in letzter Zeit auf meinen ziemlichen Machttrip. Er läuft herum, es gehöre ihm alles. Dabei stolziert er herum und fletscht die Zähne vor Dorfbewohnern, die nicht einmal halb so groß sind wie er. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht. Klingt nach Ska. Ja, ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Komm schon, wir sind hier die Wächter, wir müssen nachforschen und ruchlos Taten einhalten gebieten. Ich werde Ska im Auge behalten und die Lage beobachten. Kannst du mit Woody, Buzz, Stitch und Remy reden? Frag, ob er sie belästigt hat. Ich bin an deiner Sache dran. Okay. Achso, war jetzt Wally dabei? Nee, Woody. So, er ist eh hier. Hallo, gibt's was zu berichten? Hey Buzz, hat dich Ska in letzter Zeit genervt? Obwohl Ska und ich unsere Beziehung friedlich geregelt haben, überschreitet er manchmal die Grenzen der Freundschaft zu sehr. Das klingt schlecht. Naja, angenehm ist das nicht. In letzter Zeit scheint es Ska Spaß zu machen, mich in Schlammpfützen zu stoßen, einen Schlag mit seiner Pfote und ich liege. Ich brauche Stunden, um den Schlamm aus den Knöpfen meiner Uniform zu bekommen. Manchmal Tage. Hat er sich wenigstens entschuldigt? Negativ. Er lacht und schlendert davon. Es tut mir leid, dass dir das passiert ist, Buzz. Mushu und ich werden an einer Lösung arbeiten. Die Zahl der freundlichen Bewohner in diesem Valley. So, der Remy, der ist wahrscheinlich extra wieder aufgestanden. Hallo! Bonjour!
Gesellschaft der Winzigen. So. Ich bin froh, dich zu sehen. Wir müssen über Scar reden. Ich wollte gerade auf ihn zu sprechen kommen. Dann hast du ein großartiges Timing erwischt. Scar war in letzter Zeit ein furchtbarer Kunde im Restaurant. Er bestellt immer wieder ein Gericht, isst das meiste davon und schickt dann den letzten Bissen mit der Bemerkung, es war nicht gut, zurück. Ein inakzeptables Verhalten. Das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Ich habe ihm gesagt, dass es mir nichts ausmacht, für ihn zu kochen. Jeder muss essen. Aber sich zu beschweren, nur damit man nicht zahlen muss, ist ziemlich unhöflich. Seine genauen Worte waren, und was kann ein Nagetier wie du gegen einen mächtigen König ausrichten? Dann warf er seinen Teller auf den Boden, der Teller zerbrach und er ging. Ich werde Mushu davon berichten. Er war besorgt, dass K. sich kleine Dorfbewohner verknüpft. Mach dir keine Sorgen, Remy. Wir werden einen Weg finden, Scar davon abzuhalten. Kann ich mit dir sprechen? So, das Stitch ist direkt hinten. Aloha! Hey Stitch, hat Scar in letzter Zeit Ärger gemacht? Ich helfe Mushu bei einem Projekt. Nein, Scar, Angst vor Stitch. Wirklich? Da bist du dir sicher? Mhm. Ja, Stitch, Scar sagen, das Schiff hat Laser und ihm sagen, was Laser tun. Jetzt Scar lässt Stitch in Ruhe, aber Stitch sehen, wie Scar andere kleine Freunde belästigt, sein Bösometer sehr hoch. Okay. Danke, Stitch. Mush und ich arbeiten daran. Meine Nachbarn sind gut. Und hier müssen wir hin. Hey, hier unten! Spielzeug braucht Hilfe! Wo die ist? Hat Scar genervt? Jetzt, wo du fragst, wir haben neulich ein seltsames Spiel gespielt. Was für ein Spiel? Scar sagte, er wollte Verstecken spielen. Was ich ein bisschen lustig fand, aber... Hey, ich bin ein Spielzeug. Mein Job ist es, Leute glücklich zu machen. Als Scar mich gefunden hat, habe ich ihm gesagt, dass er sich jetzt verstecken muss. Und er sagte, nein, jetzt ist es an der Zeit für dich zu rennen. Und er hat mich einen ganzen Nachmittag lang durch das Dorf gejagt. Das war ein hartes Training für mich. Er hat 4 Beine und ich nur 2. Sehr schrecklich. Das war kein Spaß. Ich kann immer noch spüren, wie seine großen Zähne hinter mir zuschnappen. Gut, dass du es mir sagst, Woody. Mushu und ich klären die Situation. Ich erzähle ihm deine Geschichte. Bis bald, Partner. Mushu, du hattest völlig recht. Scar schikaniert die anderen kleinen Dorfbewohner. Nun, alle außer Stitch, aber nur, weil Stitch klargemacht hat, dass er einen Laser hat. Ich wusste es. Was haben die anderen gesagt? Bass sagte, dass Scar ihn immer wieder aus Versehen in Schlammpfützen stoßt und lacht. Ah, großartig! Oh, halt mich lieber zurück. Mein Blut fängt an zu kochen. Woody sagt, Scar wollte Verstecken spielen, aber... Als er Woody fand, jagte er ihn einen ganzen Nachmittag lang und schnappte mit seinen Zähnen nach ihm, als er ihm nahe kam. Unerhörter Einsatz von Zähnen, nicht bei mir! Remy sagt, Scar hat seinen letzten Bissen Essen zurückgeschickt, damit er im Restaurant nicht bezahlen muss. Als Remy Scar darauf ansprach, nannte er ihn ein Nagetier und schlug seinen Teller auf den Boden, wodurch es zerbrach. Ich bitte dich, ich gehe nicht einmal im Restaurant und ich weiß, dass das unhöflich ist. Er verursacht nur ganz allgemein Terror für die Kleinen. Wir setzen dem ein Ende. Ich werde die Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner gründen. Ich will alle zusammenbringen und sie wissen lassen, dass ich die Sache im Griff habe. Ich weiß es nicht, wie viele neue Freunde ich hier Du bist ein großer habe. Anführer. Dankeschön, ich habe Mulan alles beigebracht, was sie weiß. Für ein richtiges Treffen brauchen wir kleine Stühle.
Alles ist riesig, nicht gerade für uns kleinen Leute gemacht. Oh, und aber Snacks für die Kleinsten. Ein professionelles Treffen braucht etwas zu essen, auch wenn nur ein paar Leute dran teilnehmen. Alles klar, Moschu, ich stelle ein paar kleine Stühle her. Du lädst die anderen Dorfbewohner zum Treffen ein. Um die Snacks kümmern wir uns später. Alles klar, das heißt, ich muss nach Hause. Steht ja wieder nicht hier. Wo habe ich denn die stehen? Im Grenzland, ne? Nee, Blödsinn. Auf der Promenade. Lagune. Da haben wir sie letztens gebraucht. 5 winzige Stühle. So, Moschu, bitteschön. Oh, die sind perfekt für unser Treffen. Ich stelle sie auf, sobald wir fertig sind. Sie sind so süß. Ja, genau mit dem Süß. Genug mit dem Süß. Das Wichtigste ist, dass es die Stühle sind, die unsere Mitglieder brauchen. Jetzt brauchen wir ein paar kleine Erfrischungen. Dafür sollten wir einen Experten zu Rat ziehen. Könntest du mit unserem kleinen Lieblingskoch reden? Klar, wenn er da ist. Und er ist es. Hilfst du mir mal kurz? Hallo? Ori, Moschu hat mir von einem Treffen erzählt und meinte, du würdest vorbeikommen. Ich habe eine großartige Idee für ein Gericht, das ich servieren kann. Eine Miniatur-Lauchsuppe, nahrhaft lecker und eine schöne kleine Portion. Zuerst müssen wir etwas Miniaturlauch anbauen, weil er so klein ist. Strotzt dieser besondere Lauch nur so vor Geschmack. Oh. Wir brauchen auch andere Zutaten, aber ich weiß, dass du das hinbekommst. Kann ich mit dir sprechen? So, Miniaturlauchsamen. Wie viel? Einen. Wo wächst Lauch? Und ernten. Dann koch mal die 3 Stück. So, Rezept. Oh mein Gott, ist das klein. Achso, 3 muss ich herstellen. Moschu, bitteschön. Ah, die sehen so schön aus. Stitch und Remy werden sie wirklich mögen. Ich hab dich. Ori, ich weiß, du bist nicht so klein wie wir, aber du hast uns so viel geholfen. Deshalb möchte ich dich zum ersten Treffen der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner als Ehrenmitglied einladen. Ich habe sogar diesen kleinen Aufnäher gemacht, den du auf deiner Kleidung anbringen kannst, wenn du willst. Der ist ja riesig. Los, komm schon, folge mir. Lasst uns dieses Treffen einberufen. Kann ich den tragen? Ein Anstecker, wo finde ich den? Ist das ein Kostüm? Nee, ein Kostüm. Masken? Hä?
Ich würde den gern anziehen. Aber ich glaube, ich werde den jetzt auf die Stelle nicht finden. Ein Anstecker. Ist der dann überhaupt hier mit dabei? Oder habe ich den jetzt im Inventar drinnen übersehen? Könnte nämlich auch gut sein. Dann muss ich wohl ohne gehen. So, trifft Mushu in seinem Haus. Alles klar? Das heißt, rüber in die Lagune. Leute, danke, dass ihr so kurze Zeit gekommen. Ich habe gehört, was Scar gemacht hat und ich bin hier, um zu helfen. Da ist immer alles im Weg. Er kann uns nicht herumschubsen, nur weil wir klein sind. Die Gründung dieser Gesellschaft ist der erste Schritt, um ihn zum Aufhören zu bringen. Das werde ich ihm auch genauso sagen. Oh. Hört, hört. Außerdem gute Arbeit mit der Super Ori. Ja, danke schön. Hey. Tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Okay, ich werde Scar eine Standbocke halten, meine Meinung kundtun, um ihm die Sache erklären. Dann wird er Abstand halten. Irgendwas sagt mir, dass das nicht funktionieren wird. Hm. Was? Ich bin ein Wächter. Er muss auf mich hören. Scar nimmt mich kaum ernst, Mushu. Er braucht etwas Großes. Eine Machtdemonstration. Mulan hat mir erzählt, dass du sie das erste Mal getroffen hast. Als du sie das erste Mal getroffen hast, hast du eine große Show hingelegt mit Feuer und Schatten. Nein, auf keinen Fall. Damals war ich noch kein Wächter. Ich will keine Tricks mehr verwenden. Nur so wird Scar zuhören. Ah, na gut, aber wir machen das nur, weil du eine Sterbliche bist, die meine Hilfe braucht. Natürlich, Mushu, das brauchen wir. Was brauchen wir? Lass mich nachdenken. Oh, richtig, wir brauchen einen schönen, kraftvollen Handfächer. Ich glaube, ich habe einen im Trainingslager, wo wir uns kennengelernt haben. Einen herumliegen sehen. Hol ihn mir, dann können wir loslegen. Na, wer hat die besten Nachbarn in diesem Valley? Steht direkt vor. So. Ins Reich. So. Ja. Und derweil wir die Quest hier so fertig machen. Ja. Also ich habe es eh gestern schon... Also, was ist gestern? In der letzten Folge schon angesprochen. Ich werde... Trotz all dem erstmal bossieren. Ich kann nicht versprechen, dass wenn das neue Update kommt, dass es bei mir weitergeht. Kann auch gut sein, dass es mal eine Zeit lang jetzt nicht weitergeht und wenn da mal ein bisschen zusammengekommen ist, das dann kann auch sein. Also bitte legt euch nicht drauf fest. Das wird jetzt erstmal die letzte sein. Und wenn das neue Update dann kommt, schauen wir weiter. Ich kann, wie gesagt, nichts versprechen. Und ja, ich halte euch da höchstwahrscheinlich hier am Laufenden, wenn ich nicht drauf vergiss.
So. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Du hast einen Fächer gefunden. Sehr gut gemacht. Behalt ihn vorerst. Phase 2. Folge mir zu Skars Versteck. Wir müssen ein paar Dinge vorbereiten. Mach's gut. Das heißt, wir müssen auf die sonnige Ebene. In Skars Haus. In. Oje. Ich habe kein gutes Gefühl. Achso, er ist hier. So, gib Mushu den Handfächer. Oh nein, Mushu, was hast du vor? Also gut. Wir haben den Handfächer. Wir haben den Ort. Jetzt geh zu Skar und sag ihm, dass wir mit ihm reden wollen. Während du das tust, bereite ich alles vor. Ich bin raus. Nee, ich bin raus. So, wo ist denn das Skar? Oh, hi. Wurde aber auch Zeit. Hey Skar, können wir zu deinem Haus gehen? Jemand möchte mit dir reden. Jemanden, dessen Namen du mir nicht sagen kannst und du dienst als deren Bote. Wie traurig. Wie auch immer. Das könnte ganz amüsant werden. Tata. Skar. Peiniger der Kleinen. Du in der Gegenwart des mächtigen Mushu. Was ist das? Wie kann das sein? Ich habe eine Nachricht. Ich kann das nicht. Hör zu. Diese ganze Sache ist nur eine große Show, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Du musst dich von dem kleinen Dorfbewohnern fernhalten. Wir haben uns zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen. Sogar mit Ori. Wir werden uns gemeinsam gegen dich stellen, wenn du nicht aufhörst, uns herumzuschubsen. Wo ich herkomme, sind die, die im Rudel reisen, oft die besten Jäger. Nun gut, ich werde dich und deine kleinen Freunde in Ruhe lassen. Für den Moment. Hey, du da! Magst du nicht mal deinem Drachenfreund zur Hand gehen? Es hat geklappt. Ich glaube, er wird die kleinen Dorfbewohner jetzt in Ruhe lassen. Tut mir leid, ich konnte die Show für dich nicht aufrechterhalten. Ich musste es einfach auf meine Art machen und mit Skar reden. Von Drache zu Löwe. Du hast getan, was dein Herz dir gesagt hat. Das ist es, was wirklich wichtig ist. Okay. Da hast du recht. Lass uns der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner die tollen Neuigkeiten erzählen. Also ganz ehrlich, manche Leute hier sind... So, das heißt, wir huschen wieder auf die Lagune. Und wir gehen ins Haus. Hier ist er. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Nachdem ich mit Skar darüber gesprochen habe, dass wir unsere Gesellschaft gegründet haben, hat er beschlossen, sich nicht mehr an uns ranzutrauen. Das ist ein riesiger Sieg für alle kleinen Dorfbewohner. Die große Frage ist, welche Herausforderung wir als nächstes angehen. Bas und ich haben uns unterhalten. Wir mögen diesen kleinen Stühle so sehr, dass wir dachten, es wäre toll, mehr winzige Dinge im Dorf zu haben. Zusätzlich vielleicht noch ein paar Rampen, kleine Türen und so weiter. Ich mag, wie du denkst, Sheriff. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Das war ein tolles Treffen. Ich habe echt Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Hier. Und das habe ich machen lassen, um unseren Sieg gegen Skar zu feiern. Komm, lass uns doch draußen gehen und feiern. Ich bin raus. So, das heißt, ich muss den Tisch mit den 5 Stühlen
jetzt irgendwo aufstellen. Ich hoffe, das geht so. So. Mach mal eher Foto von oben. Wir blenden aus. Kann ich das nicht ausblenden? So. Und let's go, Leute. Lächeln. Hallo. Hey, ich schön, dass ich deine Aufmerksamkeit habe. Ein sehr gutes Gefühl, was die Zukunft der Gesellschaft der winzigen Dorfbewohner angeht. Wir stellen sicher, dass wir alle zukünftigen kleinen Dorfbewohner in die Gruppe einladen. Wie Woody schon sagte, haben wir auch einige Verbesserungspläne in Arbeit. Danke, dass du uns geholfen hast, Ori. Du bist als Ehrenmitglied immer willkommen. Hier, ich möchte, dass du das hier bekommst. Es bedeutet mir sehr viel, genau wie du. Unser größtes Mitglied mit dem größten Herz. Oh. Komm schon, gönn dir eine Runde Applaus. Ja, das heißt, wir haben auch die Quest abgeschlossen. Wie gesagt, für mich wird Disney jetzt erstmal pausiert. Wenn das Update dann das neue Update dann da ist, schaue ich weiter. Wie gesagt, ich kann es nicht versprechen. Ihr kennt mein... Ja, wie soll ich sagen? Also ihr wisst, warum es für mich gerade im Moment nicht funktioniert. Es ist einfach zu viel Farmen und Ding und das will ich euch nicht antun und ich habe in der Freizeit keine Zeit dafür. Also Freizeit, was heißt Freizeit? Ne? Es geht nicht. Ich habe die Zeit nicht dafür. Und deshalb, ja, werden wir es erstmal pausieren. Wir schauen, vielleicht geht es irgendwann mal weiter, vielleicht auch beim nächsten Update. Wir werden sehen. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein. Es war mir eine Ehre. Bis erstmal dahin. Und ja, wir sehen uns dann morgen bei den anderen Videos. Vielen Dank und bis dann.